Folge Let's Play Visage. Ja, bitte nicht verwundern, wenn ich jetzt hier dann einen etwas seltsamen Start habe. Ich versuche hier gerade weiterzukommen, bin schon haufenmaler gestorben. Und ja, hoffentlich klappt das irgendwann. Ich weiß zumindest, wo der Schlüssel ist zum Stromraum, den ich brauche. Ich weiß nur nicht, wie ich da lebend hin und zurückkomme. Daran arbeite ich gerade. Mittlerweile kenne ich sogar einigermaßen die Route, denke ich. Nee, doch nicht. Ich musste hier irgendwo rechts. Nee, das war glaube ich schon wieder. Wo war denn das jetzt? Dass hier auch alles gleich aussieht immer. Ja. Kommt, wir gehen hoch. Da kriegt man nicht so schnell Panik. Ich weiß, eigentlich hatte ich ihn vor uns auf Anhieb gerade gefunden, diesen kleinen. Nenn ich es mal Waschraum. Denn ich muss hoch und ins Arbeitszimmer des Vaters. Da habe ich den Schlüssel schon gefunden. Leider wurde ich jetzt aber schon zweimal da von der guten, netten Dolores getötet. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist und ich da nicht hin darf. Aber warum gibt man dann mir den Hinweis, den ihr jetzt nicht sehen konntet, auf den Rückenschild? Der von so einem Schild, das an der Tür entsteht, drauf, bitte fahrt eurem Papa, der Schlüssel in sein Arbeitszimmer. Wäre natürlich mega mies, wenn das eine absichtliche, ich nenne es mal, Falle wäre. So, und eigentlich muss ja hier irgendwo dieser blöde kleine Raum sein. Wo ist er nicht? Ah, sie kommt. Wo? Da ist er. Mal sehen, was mich killen kann, während ich die Animation zum Runterrutschen hier habe. Das Problem ist, ich kriege hier sofort Panik. Es gibt hier nichts, wo ich mich mal irgendwie aufladen könnte. Aber ich hatte gerade die Idee gehabt, weswegen ich jetzt die Aufnahme mache, dass ich, wenn ich diesmal in die andere Richtung gehe, da komme ich ja quasi erstmal in den Raum von Dolores rein. Und vielleicht habe ich da eine kleine Chance. Renne ich gerade wirklich? Okay, ich renne tatsächlich gerade. Wie gesagt, alles toll dunkel hier. Noch eine Kerze. Können wir vielleicht irgendwann mal brauchen. Aktuell habe ich auch so irgendwie den Bug, dass ich nicht alle Kerzen ankriege. Warum? Don't know. So. Erstmal hier in ihren Raum. Da kriegt er hoffentlich jetzt nicht gleich schnell Panik. Und ich hoffe, dass sie mich auch nicht gleich wieder wegnatzt. So. Die Ansicht, das gefällt mir schon mal besser. Nee, wo ist der Arbeitsraum? Wir haben nur ganz wenige Sekunden. So, zack. Toll. Jetzt bin ich schon mal so weit, dass ich das Ding habe. Hier spielt schon wieder so eine Kerze rum. Okay. Ich möchte mal gerne speichern. Einfach weil ich jetzt bis hierhin jetzt schon mindestens 6-7 Mal verreckt bin. Und das, wie ihr euch vielleicht denken könnt, frustrierend ist, denn jetzt kommt der nächste Part. Ich muss wieder rausfinden, wie ich eigentlich runterkam. Und das war wieder durch irgendeinen der Spiegel und ich weiß gerade nicht mehr welchen. Das heißt, wir rennen jetzt wieder verrückt rum und auch jetzt könnte es sein, dass ihr wieder haufenweise Cuts seht, bis ich das endlich mal finde. Ne, im Spiegelraum selbst was glaube ich nicht. Oh, der ist noch ganz zu, das heißt, der war es auch nicht. Was hier vielleicht? Ach nee, das ist wieder der Raum. Okay. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie frustrierend das ist, dauernd hin und her rennen zu müssen, nur mit so der Hälfte an Ahnung.
Ja, nee. Mit der Hälfte der Ahnung. Permanent kämpft die gute, liebe Dolores hier irgendwo rum. Den einzigen Wunsch, unser Leben möglichst schnell zu beenden. Was hier vielleicht? Wir gehen einfach mal runter. Scheinbar sind wir in diesen, ich nenne es jetzt mal Spiegelwelten, einigermaßen vor Wahnsinn schützen. Ach nee, das ist nur das, wo dieses Bilderrätsel war. War mein Keller noch irgendwo? Spiegel? Ich weiß, in den Keller kommt man doch nur bedingt rein. Wir kamen durch den Keller ja nicht runter. Das ist ja das Problemchen, das wir haben. Wie sieht's hier aus? Nee. Ich weiß halt leider nicht mehr, wo der Spiegel war, der dann runterführte. Wie geht denn nun die Richtung? Das klemmt, okay. Das klemmt auch. Haben wir jetzt ein Problem? Hä, wir nicht, ne? Ich. Hä, habe ich einen Schlüssel dazu? Sieht nicht so aus. Ja, jetzt bin ich hier und weiter. Bin ich jetzt hier in aller Ewigkeit gefangen? RT halten, greifen. Alles klemmt hier. Funktioniert nicht. Ich sehe dich nicht, Dolores, ne? Ist dir klar. Ich sehe dich nicht. Come here. Da, hi. Was? Oh nee, schon wieder. Okay, in den Spiegelraum gehe ich nicht mehr rein. Was soll denn das werden? Also ich bin froh, dass ich kein Tester bin. Es könnte sein, dass ich das Spiel eventuell nicht so gut bewerte, wie sie sich das erhofft hätten. Ah ja, ich starte gleich mit ein bisschen Panik, damit es auch ein bisschen Spaß macht, ne? Gut, den Stromschlüssel haben wir. Ja, komm wieder runter, Kumpel. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn eher spiele. Egal. Komm, Dolores. Chill. Ach Mann. Okay, nicht in den Spiegelraum reingehen. Das ist eine Falle. Oh. Jetzt müssen wir den Daumen drücken, dass das die richtige Tür ist. Bitte, 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 bitte. Ja, das sieht gut aus. Ich check vor allem nicht, warum das Spiel so häufige Spawnpunkte für dich setzt. Weil sie spawnt ja auch dann, wenn man auf dem richtigen Weg ist. Und klar, das ist natürlich die ersten ein, zwei Mal auch irgendwo gruselig dann. Und man natürlich jedes Mal gruselig, wenn sie auf einmal vor einen spawnt und einen umbringt. Aber es ist halt das Verhältnis Grusel zu Frustration. Das ist nicht gut angepasst. So, wo ist dieser Stromraum jetzt? Ja, aber ist doch auch hier in dieser Ecke irgendwo gewesen. So, und Dolores, ich hoffe mal, du hältst ein paar Minuten die Füße still, damit wir hier das mal durchziehen können. Yeah. Da sind wir schon mal im Stromraum. Ich lasse die Tür offen, wer weiß, wo die gut ist. So, ich muss irgendwo in den Sicherungskasten. Ich hoffe mal, die sind jetzt an. Ist das Licht an? Ah ja. Stimmt, ich habe vergessen, Licht ist in diesem Spiel ja relativ.
So, nehmen wir mal alles mit, was wir gebrauchen können. Wir können alles gebrauchen immer. Feuerzeuge, noch mehr würde ich gerne nehmen. Ich stelle jetzt mal eine der Kerzen hier hin. Ach, stimmt, ich bin ja gestorben. Gut. Ja, mit den Tabletten komme ich immer nicht klar. Aber gut, nehmen wir sie mal. Gut. Jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Licht. Jetzt wird die Sache angenehmer. Spiegels ist wohl. Ja, legen wir erstmal hin. Die Lösung des nächsten Spiegels ist wohl. Na komm, stell es ab. Genau. So. Aufnehmen. Ich wollte sagen, mein Fortschrittsraum. Ich bin schon vor uns mal rumgerannt und habe jetzt so ungefähr eine Idee, wo ich den finde wieder. Denn das ist ja eigentlich die große Kunst. So. Ah ja, das ist Licht an. Das hat man doch gemerkt. Ist hier noch ein Lichtschalter? Ja. Ah, Stumpe. So. Nee. Verdammt, jetzt habe ich sogar schon Licht an. Trenn an den Raum offenbar vorbei. Na, der ist hier. Ist echt gut getarnt, ne? Ah, oh, immer dieses Hoch und Runter. Ich weiß nicht, warum man das gemacht hat. Soll das irgendwie künstlich die Spielzeit verlängern? Wenn man sagen kann, hey, Horrorspaß, locker 100 Stunden. Dann kann man 80 Stunden nur hin und her rennen. Wäre auch nicht zu böse sein. Das Spiel hat ja auch seine tollen Momente. Aber halt, hätte es noch ein bisschen anders managen sollen. Gut, Fortschrittsraum. So, der ist da. Was ist hier eigentlich? Ach, die Garage. Ist hier irgendwas aufgetaucht? Ein Feuerzeug. Neu. Wow. Ernsthaft? Brauchst du dafür wirklich so lang? Ja, komm, kriech mal rein. Ist noch nicht für Early Access, okay. Ist hier noch irgendwas anderes? Was für Early Access ist? Wahrscheinlich nicht. Ja, auch blöd. Da kann ich mit irgendwas interagieren. Das ist wieder so eine Seite von den Nachbarn bestimmt. Okay. So. Fortschrittsraumspiegel. Oh, den habe ich tatsächlich noch nicht mal aufgemacht. Ging das? Kleinen Moment. Nee, ich will es fallen lassen. Irgendeine Taste muss ich halten zum Fallen lassen. Ah ja. Huch. So. Wisst ihr was? Mein Feuerzeug nehme ich auch wieder mit. Okay. Ja, willkommen der Gebärmutter. Boah, das gilt als Dunkelheit. Ja komm, dann krapsch mir einfach das kleine liebe Ding hier. Klar ist die Kugel. Da scheint was drin zu sein.
Ja, da wir ja hier keine Gegenstände kombinieren können und ich es deswegen nicht mit dem Hammer einfach aufschlagen kann, bin ich mir relativ sicher, wir müssen in die Werkstatt. Jetzt die Frage, ist das der Teil der Werkstatt, den ich von hier oben erreichen kann, oder muss ich wieder den Weg runter wählen, dann tausendmal einen Kreis latschen? Bin ich schon verrückt wieder? Ist das schon verrückt? Das Spiel ja, ne? Aber ich. Ich gehe jetzt einfach mal hier ran lang. Vielleicht komme ich ja runter. So. Ja, hier Licht total hell. Komm, chill. So, können wir damit irgendwas machen? Ich konnte es gerade anvisieren. Ich stehe immer noch im Licht. Ah, interagieren, nicht untersuchen, das wird es sein. Okay. Habe mich schon gefragt, wofür das ist. Das wird doch bestimmt reinpassen. So, mal sehen. Schafft er erst eine Zeitlupe oder kriegt das richtig hin? Oh, komm mal klar. Ich mache doch hier nur eine Animation. Und stehe eigentlich auch nicht im Dunkeln. Wie schnell man hier durchdreht im Spiel. Du hast eine Notiz gefunden. Ja, dann zeig mal her. Ah ja. Ohren 6, halb 3. Okay. Nee, das lagern wir, das brauchen wir dann bestimmt für das nächste Rätsel. Es wird gespeichert. So, jetzt muss ich allerdings wieder nachschauen, wo der nächste Spiegel ist. Kann es sein, dass ich schon verrückt bin? Ich esse jetzt mal eine Pille. Ja, hat viel gebracht. Gut. Der nächste Spiegel soll irgendwie im Gang in der ersten Etage sein. Bin jetzt nicht so ganz sicher, wo. Gang ist, finde ich, ein bisschen lapidar. Ja, der ist es nicht. Kann er ja nicht. Das ist vielleicht der. Gibt's hier kein Licht? Klopfen wir mal an. Wenn es dir wirklich nur so schön wehtun würde, wie du das mir hier suggerierst. Ja. Okay. Okay, das hat anscheinend mit dem Zettel was zu tun. Links. 6 Uhr. Halb 3. Okay, ja. Hab schon gesagt, dass mit den Controllers angesehen ein bisschen problematisch ist. Wolltest du mal so erwähnen? So. Halb 3. Und halb 12. Okay. Halb 3 und halb 12 ist schön. Ja,
ich weiß nicht, ich nenne das jetzt einfach 2:30. Das war natürlich jetzt clever von mir, dass die Zeiger umeinander sind. Okay, ich habe richtig erwischt. Okay, hat klack gemacht. So, gleich mal die Notiz nochmal rausholen. Es gab ja noch mehr zum Lesen. Huch. Nee, so schnell war ich dann doch nicht. Tja. Münzen. Irgendwas Brot. Münzen. Eine Schwangerschaft. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es gleich sehen, wofür wir es brauchen. Aha. Ach, es kommt nur die Ausrichtung drauf an. Das soll ich auf dieser kleinen Notiz erkennen. Warte mal, kann man die irgendwie vergrößern? Ich wollte doch nur ranzoomen, wie ich das von anderen Spielen gewohnt bin. Also erkenne ich mal die Bilder, wenn ich ehrlich bin, so richtig. Also den sein Kopf zeigt nach links und ihrer, da sieht gar nicht, wie ihr Kopf aus, finde ich. Ah. Aha. Gut. Also dein Kopf muss auf jeden Fall nach links drehen und ihren drehen wir einfach, bis es passt. Okay. Jetzt hat sich angeblich was geöffnet, denke ich mal. War ja ein Schloss dargestellt. Hier ist doch eine Lampe. Gibt es nicht einen Lichtschalter? Also gibt es Lampen und Lichtschalter zusammen. Hä? Irgendwas fehlt anscheinend noch. Okay, nochmal die Notiz. Hab ich irgendwas verpasst? Hm, aus den Fenstern vielleicht? Allerdings dachte ich nicht, dass ich mit dem was machen kann. Zu interagieren oder kann ich auch nichts machen? Rechts und links offen. Ah ja. Scheint aber noch was zu fehlen, oder? Hm. Okay, irgendwas ist anscheinend noch zu tun. Was haben wir? Wir haben Ohren, wir haben diese Gemälde. Wir haben die Fenster geöffnet. Ja, das sind dann auch noch die Kerzenständer, aber was soll ich damit machen, wenn ich keine Kerzen dabei habe? Hätte er mir jetzt welche hinlegen können. Interagieren. Ihr lasst mich doch jetzt nicht durch das Haus rennen, bis ich Kerzen finde, oder? Was soll ich damit machen? Ich kann damit nichts machen.
brauche offenbar wirklich diese Kerzen. Hat schon die in der Werkstatt gelassen? Wie viele? Kann ich sehen, wie viele ich brauche? Naja. Eine? Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt nicht ganz eindeutig. Ich will auch nicht meinen ganzen Slots dafür verwenden, wenn ich ehrlich bin. So, kurz nachdenken. Kerze suchen, wo? Spiegelraum böse, Spiegelraum nicht gehen. Was würden die eigentlich machen, wenn man alle Kerzen verbraucht hat zu dem Zeitpunkt? Das ist eine Frage, die mir gerade so durch den Kopf geht. Ach, eine Glühbirne. Haben wir eine Kerze hier in der Werkstatt irgendwo liegen? Noch eine Glühbirne. Ich muss echt durch das ganze Haus rennen, bis ich eine Kerze finde. Ich fasse es nicht. Ja, und er kriegt natürlich schon wieder Panik. Ja, für dich war das zu dunkel. Ich verstehe natürlich, wenn du dich gruselst allgemein. Das ist jetzt nicht gerade die schönste Umgebung hier, da gebe ich dir auch recht. Ah ja. Ich vergaß. Spiegelzimmer nicht betreten. Nein. Ja gut, dann muss ich will auch nicht wieder in den Keller zurücklaufen. Ich finde den Weg echt immer affig lang. Gab es hier nicht auch noch einen Lichtschalter? Nein. Ich bin mir sicher allerdings, dass doch. Komm klar, hier ist Licht. Alles hell. Alles gut. Ich glaube, ich habe eine Kerze gesehen. Oder? Nee, offenbar nicht. Kühlschrank, du bist doch auch hell. Mach auf. Die Suche nach der verlorenen Kerze. Dazu darf ich kein Licht dann haben. Da gehe ich nicht rein. Die ist dann wieder um der Ecke und killt mich einfach, wie sie es immer macht. Ging es hier noch woanders lang? Ja, zum Fortschrittsraum, das war es dann aber auch. Da liegt, glaube ich, keine Kerze rum, einfach mal so. Warum liegt da keine rum? Ich könnte sie ja gebrauchen. Kann jetzt nicht mehr so eine verwackte Kerze hier rumschweben? Ja, jetzt habe ich keine Wahl mehr. Entweder Keller oder hoch wieder. Ah, kommt. Ich habe das Gefühl, im Keller finde ich schneller eine. Und das Spiel verlangt sie auch anscheinend. Stimmt, das war gar nicht der Keller hier. Hat einfach nicht alles in meinem Inventar in diesen paar Slots, die man dort zur Verfügung gestellt bekommt. So, welcher Weg führt den Keller? Warst du das? Ne, du bist gerade der Raum, den ich brauche. Zum Keller führte der Weg, der normalerweise sonst auch im Keller führt, nur einen Schritt weiter.
Hier unten nämlich. Oh. Trennen wir durch die Gefahr. Ich glaube, in den Elektroraum war eine Kerze. Da war auf jeden Fall ganz viel Zeug. Da musste ich mich ja quasi entscheiden. Ich überlege, ob ich vielleicht am besten zwei Kerzen mitnehme. Nicht, dass wir dann vielleicht doch zwei brauchen. Warum regelt man sowas dann aber eigentlich nicht über die wichtigen Items? Wie gesagt, es könnte echt mal sein, dass einer das verbraucht hat. Dann, ja, steht er dumm da. So, Strom haben wir hier links, glaube ich. Nee, eben nicht die Richtung, die du guckst. Da bin ich vorne angelaufen. Sondern hier. So, gucken wir mal. Glühbirne. Echt? Hatte ich alles geplündert? War keine Kerzen hier? Wahrscheinlich kann ich das Feuerzeug dann direkt austauschen. Ah, eine Kerze. Aber auch nur eine erstmal. So, wir müssen uns ja gleich für zwei Sachen zum Ablegen entscheiden. Das. Ja, da. Ich brauche ja zwei Slots. Ne, ich brauche dann theoretisch noch ein Slot. Ne, ich will das Feuerzeug mitnehmen. So, passt. So, und jetzt suchen wir uns sicherheitshalber noch eine zweite Kerze. So, die Lampe geht ja eh mal an und aus. Okay. Ach ja. Vermeide es, zu lange dunkel zu stehen, kommt bestimmt gleich. Hinweis, mein Feuerzeug ist fast leer. Das hatte ich stark vermutet. Ich will nicht lang gehen, ehrlich gesagt, ohne Feuerzeug. Deswegen, zack. Gut, glaube ich euch. Ja, ich will es auch nicht aufbewahren. Ach, halten, Inventar öffnen. Halten war es. Ah, okay. Ah ja. Lichtschalter gab es hier nicht. Ich hasse es. Ich renne hier wieder in eine Sackgasse rein. Nee, Tabletten. Da ist noch eine Kerze. Okay. So, bewaffnet mit zwei Kerzen. Sollte es jetzt so klappen? Na komm, ab mit dir in die gute Stube. Hi Jesus. Ich weiß, ich bin Stammgast bei dir. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Kerze oder Plural Kerzen. Der Spiegel war gleich hier, wenn ich mich täusche.
So, auf dem Bild war links und rechts ist ein bisschen dunkel. Ich behaupte also mal. Steht die jetzt hier? Ich weiß es nicht. Summt vor sich hin. Ah! Wir haben schon mal ein Baby. Ich glaube, das war richtig. Ein vertrauensvolles rotes Licht. Muss ich jetzt noch irgendwas machen? Falsch gemacht. Hä? Au, jetzt offen. Nichts Offensichtliches gleich. Achso, können wir nicht, schade. Ja, also gut, dann gehen wir. Wir haben viele Babyfreunde. Ich brauche beide Hände natürlich. Entschuldigung. Dann lagern wir das doch mal. Wie, ich muss auch noch meinen Hammer ablegen. Okay. Den will ich aber wieder haben. Hä? Hab ich jetzt rechts? Okay, gut. So, haben wir es völlig wehrlos gemacht. Perfekt. Würde ich gern, Leute. Ich würde es wirklich gern. Jetzt habe ich den Babymonitor. Darf ich meinen Hammer wieder haben? Boah, Moment. Ich muss es halten und untersuchen. Rechts. Hä? Ja, wo nehme ich die anderen Finger her? Mein Gott. Ja, wir hatten vor uns oben Babygeräusche gehört. In Dolores Raum oder im Elternraum, keine Ahnung welcher das ist. Gehen wir doch einfach mal dahin. Er lädt und speichert und lässt mich deswegen hier noch nicht raus. Ist hier noch was? Ich versuch's nochmal. Okay, nee, der hat nur seine Zeit gebraucht. Stopp, nee, wo ging's hoch? Da ging's nicht wirklich hoch. Aber hier auch nicht. Hi Dolores! Nee, 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 nee. Ich habe Angst vor Dolores, sag ich euch ganz ehrlich, Leute. Aber hier komme ich nicht hin, wo ich hin will. Weil hier geht's nur. Hier geht's nur in die Werkstatt und zu diesem Fortschrittsraum. Ich denke mal zumindest, dass wir in diesen Elternraum müssen. Wenn ich mich jetzt allerdings nicht durchlässt, muss ich für den riesen Umweg latschen. Okay. Ich habe nebenbei. Ach, hier wäre noch eine Kerze gewesen. Stimmt, ich habe jetzt einen Slot frei. Ah ja, das kann er bestimmt noch nicht aufnehmen. Doch, das kann er, wo er beide Hände voll hat. So. Ja. Ich vermute mal hier. Weil hier ist auch dieses Baby-Monitor-Dingens. Das ist die Basisstation. Ja, okay. Moment. Zahlen. Schnell schreiben. 50373.
Okay. Five. Gut, an der Stelle würde ich sagen, machen wir einen Break. Von der Zeit her passt ungefähr. Schauen wir mal nach dann gleich, wo die nächsten Spiele sind. Und ich hoffe dann in der nächsten Folge können wir Dolores Kapitel abschließen. Mal schauen, ob es dann noch ein weiteres gibt. Ich weiß gerade gar nicht, wie weit der aktuelle Entwicklungsstand ist. Da ja wir im Keller diese Kiste von haben mit, ist in Early Access nicht verfügbar, gehe ich davon aus, es kommt noch mindestens ein Kapitel mehr. Ja, nach den vielen Rennen hoffe ich, war es trotzdem ein bisschen interessant. Und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss!